Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sponsor zum Gespräch. Mein heutiger Gast ist Matthias Gollombeck, CTO von Exasol. Herr Gollombeck, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Herr Gollombeck, Exasol ist ein Softwarehersteller einer Analytics-Datenbank und 2020 hat Exasol nicht nur das 20-jährige Firmenjubiläum feiern können, sondern ist auch als erstes Unternehmen des Jahres 2020 an die Frankfurter Börse gegangen und ist neuer Partner bzw. Ärmelsponsor des 1. FC Nürnbergs und neuer Partner des Deutschen Fußballbundes. Sehr, sehr viel auf den ersten Blick für ein Geschäftsjahr. Herr Gollombeck, können Sie uns ein Stück weit mitnehmen? Wie haben Sie das Jahr 2020 erlebt? Ja, also ich bin mittlerweile im 17. Jahr bei Exasol. Die Firma gibt es ja schon seit 20 Jahren und es war tatsächlich eines der spannendsten Jahre, wenn nicht das spannendste Jahr. Trotz der Corona-Krise, wo viele Firmen sich ja sehr schwer getan haben, waren wir in einer sehr glücklichen Lage und hatten diesen Börsengang geschafft. Also viele haben das auch gar nicht geglaubt, dass das in den Marktumständen möglich war. Aber gerade wegen der Corona-Krise kam natürlich dann auch ein Fokus auf die Tech-Firmen an der Börse. Und deswegen war der Börsengang dann ein voller Erfolg. Und auch im Nachgang, wer sich unseren Börsenkurs anschaut, war das ein sehr erfolgreiches Jahr. Und dann natürlich auch die Sponsorings mit dem DFB und dem FCN ist für uns jetzt so als kleine Firma auch so die große weite Welt. Also waren auch ganz spannende Projekte und deswegen war 2020 ein ganz, ganz tolles Jahr für Exasol. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten mit einigen Sportsponsoren, Unternehmen gesprochen, haben über die Branchen gesprochen und auch natürlich über die Pandemie und die Auswirkungen der Corona-Krise auf die jeweiligen Branchen. Können Sie uns ein Stück weit mitnehmen, wie die Corona-Pandemie Ihre Branche getroffen hat? Was waren die größten Herausforderungen, was waren die größten Auswirkungen der Pandemie auf Ihre Branche? Also anfangs hatten wir tatsächlich einige Bedenken, weil wir nicht wussten, wie das weitergeht, welche Auswirkungen dann auch Folgeeffekte es gibt im Markt. Viele Firmen haben ja dann sehr schnell die Kosten eingeschränkt, haben Geld sparen müssen auch. Und deswegen waren wir uns am Anfang sehr unsicher, wie das für uns auch sich auswirkt als Softwarehersteller. Aber letztlich kann man sagen, wir waren eigentlich ein Stück weit ein Krisengewinner, weil gerade sehr viele Firmen, unsere Kunden sind ja oftmals sehr große Unternehmen, so wie eine Otto oder eine Adidas oder eine Vodafone. Diese Firmen haben Datenbanksysteme auch benutzt, um dann bestimmte Analysen zu fahren, um sich besser aufzustellen. Das heißt, es ist jetzt kein riesiger zusätzlicher Boom, aber wir haben auf jeden Fall keine Krise gespürt. Im Gegenteil, also eher ein sehr positives Jahr auch, was die Softwarenutzung unseres Produkts anging. Was sind die größten Herausforderungen im Jahr 2021 für Sie? Unterscheiden die sich großartig von denen in 2020? Oder geht es einfach, ich sage mal so nahtlos, so weiter? Also von uns als Firma selber, wir haben von heute auf morgen haben wir auf Homeoffice umgestellt. Das heißt, die ganzen Prozesse haben sehr gut funktioniert. In der Softwarebranche ist das, glaube ich, auch leichter. Da ist man sowieso schon sehr digital unterwegs. Jetzt ist natürlich nach dem Börsengang, müssen Sie sich vorstellen, wir hatten einen großen Fokus auf Deutschland. Das Team war zu großen Teilen ein deutsches Team. Wir sind eine Firma jetzt mit ungefähr 220 Mitarbeitern, waren Mitte letzten Jahres allerdings 150. Das heißt, können Sie sich vorstellen, wie viele Leute wir jetzt in kürzester Zeit eingestellt haben. Wir expandieren gerade enorm weltweit. Wir haben in Amerika ein großes Team jetzt schon aufgestellt. Wir haben in Frankreich Leute eingestellt, in Nordics, in Holland. Wir haben in UK schon länger ein größeres Team. Schauen uns gerade nach Leuten auch in Asien um. Also da ist extrem viel zu tun. Jetzt auch mit dem Börsengeld die Investitionen zu machen, die richtigen, um dann auch global eine sehr bekannte Firma zu werden und in diesen Wachstumsmodus noch zu beschleunigen. Inmitten in diesem Wachstumsmodus fallen dann auch die Sportsponsoring bzw. die neuen Engagements mit, wie bereits angesprochen, mit dem 1. FC Nürnberg und mit dem DFB. Hat dieser Wachstumsmodus auch mit damit was zu tun, dass Exasol erstmals den Schritt gewagt hat, im Bereich des Sportsponsorings aktiv zu werden? Ganz genau. Durch den Börsengang waren solche Dinge auch erstmals möglich. Also vorher hatten wir immer sehr limitierte Marketingbudgets, konnten gar nicht über solche Sponsorings nachdenken. Jetzt ist natürlich das eine ganz tolle Möglichkeit. Unsere Software, wir sind eine B2B-Firma, wir machen Datenanalysen, hebeln aus Daten Business-Entscheidungen und Verbesserungen für Firmen.
da ist der Sport natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, auch Emotionen zu transportieren, die mit einer Software vielleicht nicht so leicht zu transportieren sind. Das Schöne war, beim DFB waren wir vor dem eigentlichen Sponsorthema schon Partner. Das heißt, die haben sich unsere Datenbank angeschaut, weil sie eine neue deutsche Fußballdatenbank aufbauen wollen mit sehr vielen Use Cases im Breitensport, aber auch eben in der Elite für die Nationalmannschaft. Und von daher kam diese Kooperation auf der technischen Ebene zusammen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das jetzt schon machen, dann lasst uns doch als Partner vom DFB auch auftreten, Sponsor werden und diese Geschichte dann der Welt erzählen und über diesen Weg auch eine internationale Strahlkraft entwickeln. Ja, das ist ein Stück weit auch eine Chance für uns, als globale, größeres Unternehmen wahrgenommen zu werden. Der FCN im Gegensatz dazu ist natürlich ein bisschen regionaler zu sehen. Den schauen sich jetzt nicht die Leute international an, aber er ist in der Region natürlich das Flagship, sag ich jetzt mal, was Sponsoring angeht. Da ist der Club mit viel Leidenschaft, sind da die Fans dabei und wir können hier als lokales Unternehmen natürlich auch unseren Daumenabdruck quasi geben und sagen, wir stehen auch zur Region und sind auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Also von daher sind es zwar ein Stück weit unterschiedliche Sponsor-Ideen, aber machen super Spaß und zeigen auch schon erste tolle Früchte, was die Bekanntheit angeht. Können Sie uns ein Stück weit mitnehmen? Sie haben gerade erste gute Früchte angesprochen. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus? Und ja, können Sie noch den sagen, an welchen KPIs Sie den Erfolg solcher Partnerschaften wie mit dem DFB oder mit dem FCN festmachen? Ja, also ich meine, wir sind natürlich ein Stück weit auch erst am Anfang. So eine DFB-Partnerschaft, da werden jetzt auch erst in den nächsten Spielen, werden wir dann auf den Backdrops zum Beispiel zu sehen sein. Das wird jetzt alles erst hochgefahren. Der Key KPI ist natürlich die Bekanntheit. Das heißt, wir haben Nullmessungen gemacht, wie viele Leute kennen Exasol. Wir sind ein kleines Spezialunternehmen für Datenbank Analytics. Das kennt jetzt nicht jeder in der Breite. Wie gesagt, eher B2B-Firma, nicht B2C. Von daher haben wir natürlich einen ganz anderen Fokus. Wir wollen diese Story auch für unsere sozialen Kanäle nutzen und erwarten jetzt nicht, dass wir plötzlich weltweit eine bekannte Firma werden wie andere große Firmen. Ich sage jetzt mal eine Rewe bei der DFB zum Beispiel oder eine Commerzbank, da ist das natürlich ein ganz anderes Sponsoring-Mittel. Aber die ersten Messungen, die wir jetzt, die Zwischenergebnisse, die wir schon gesehen haben, ist, dass da tatsächlich wir wahrgenommen werden. Ja? Wir kriegen das auch von unseren Kunden immer wieder zu hören, wir kriegen das von unseren Partnern zu hören. Ah, ihr seid jetzt auch in dieser Liga. Also von daher ist es ein schönes Mittel, sich auch ein Stück weit im großen Park der Big Player quasi zu tummeln und ist auch für das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter natürlich nicht zu unterschätzen. Beim 1. FC Nürnberg, um nochmal auf den Club sprechen zu wollen, und da sind Sie ja nicht nur Ärmelsponsor, sondern auch Innovationspartner seit dem Beginn der laufenden Zweitligasaison. Können Sie uns einen Einblick geben, ja, in welchen Bereichen Sie den 1. FC Nürnberg unterstützen? Ja, sehr gerne. Also auch so wie der DFB auch unser Produkt nutzt, stellen wir dem FCN auch unsere Software als Service bereit. Das heißt, die kriegen Zugangsdaten in unser Cloud und können dann da bestimmte Analysen durchführen. Wir sind gerade dabei, haben schon zwei Workshops mit denen gemacht. Das ist ein ganz tolles Management. Da waren wir vom ersten Tag auch begeistert, sehr professionell mit dem Dieter Hecking und dem Nils Rosoff. Und die haben Großes vor in den nächsten Jahren und da sind Datenanalysen ein Bestandteil. Und da können wir, glaube ich, als schnellste analytische Datenbank der Welt auch unseren Teil dazu beitragen. Ein erster Use Case, über den ich jetzt vielleicht schon reden kann, ist zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit gab es ja diese Spiele, wo nur eine kleine Anzahl an Menschen zuschauen durfte. Und da wurden die Drehkreuzdaten jetzt angefangen zu analysieren. Also wie bewegen sich Leute in dem Stadion? Wann kommen die an? Durch welche Eingänge gehen die zu den verschiedenen Plätzen? Weil dadurch kann man natürlich dann auch argumentieren, wie viele Zuschauer letztlich in einem Stadion reinpassen und trotzdem eine Sicherheit noch zu gewährleisten ist. Das heißt, das ist ein sehr konkreter Anwendungsfall für die Krise, wenn die Stadien mal wieder öffnen, dann auch zu argumentieren zu können, welche Methoden muss man verbessern, welche Eingänge muss man wie steuern, um dann maximale Sicherheit den Zuschauern auch zu gewährleisten. Haben Sie noch weitere Projekte aktuell in der Pipeline, die Sie in naher Zukunft mit dem 1. FC Nürnberg umsetzen wollen?
Da gibt es einige, da kann ich jetzt nicht im Detail drüber sprechen, aber letztlich geht es darum, verschiedene Datentöpfe auch zu vereinigen. Daten von Mitgliedern, von ich meine den Fanshop natürlich auch, die Stammdaten, all diese Dinge, Ticketverkäufe, die will man alle in einem gemeinsamen System auch analysieren können. Das gibt es jetzt heute noch nicht. Das ist aber mit Sicherheit auch ein längerfristiges Projekt. Okay. Über ein Thema möchte ich sehr gerne mit Ihnen sprechen, und zwar über die FCN Business Community App, die ja am Ende des letzten Jahres gelauncht worden ist vom 1. FC Nürnberg, von der Firma Bundling und in Zusammenarbeit auch mit Ihnen. Jetzt habe ich in den letzten Wochen und Monaten regelmäßig mich mit Bundling beschäftigt, weil sehr viele Clubs aus den verschiedensten Sportarten Partnerschaften abgeschlossen haben und Apps gelauncht haben. Ich finde es ein Stück weit aber nochmal besonders, dass Exasol da auch nochmal sozusagen als dritter Partner mit reingekommen ist. Können Sie mir erklären, wie Ihre Rolle bei dieser App ist und ja, wie die Partnerschaft bzw. die Zusammenarbeit mit Bundling und dem FCN da funktioniert? Ja, also wir sind jetzt nicht Technologieberater ich sage jetzt mal, wir tragen da nichts dazu bei für die App selber. Das hat Bundling natürlich organisiert. Wir sind eher so eine Art Partner, die das auch groß machen wollen. Also wir sind da aktiv in der Community tätig. Wir treten quasi als Sponsor damit auf, haben das mitfinanziert, damit das der FCN auch durchführen kann und wollen das jetzt auch zu einer sehr aktiven Community ausbauen. Das heißt, ich meine, diese Apps werden vor allen Dingen dann richtig zum Glänzen kommen, wenn die Stadien wieder öffnen, wenn man über diese Wege Connections auch aufbauen kann mit den anderen Businesspartnern und sich dann auch für die Spiele auch direkt vor Ort verabreden kann. Dafür ist die App ja primär da. Da gibt es einen Marketplace, wo man sich gegenseitig seine Angebote auch vorstellen kann. Es gibt einen Newsfeed, es gibt natürlich die Möglichkeit, miteinander Nachrichten auszutauschen. Und die ersten Ergebnisse sind wirklich vielversprechend. Also ich bin schon von vielen Clubpartnern auch kontaktiert worden. Da gab es auch schon erste Gespräche. Das ist ja wie eine kleine Familie. Und ich würde jetzt mal sagen, diese App liefert uns eine Plattform, uns miteinander kennenzulernen und auszutauschen. Und da wir ja eine B2B-Firma sind, sehe ich das auch als eine große Chance, dann auch innerhalb dieser großen Firmen, der Partner vom FCN, da ist ja auch eine Nürnberger Versicherung, ein Audi und andere große Firmen, mit denen in Kontakt zu treten und auch als interessante Firma auch wahrgenommen zu werden. Also es bezieht sich in erster Linie auf die Kooperation mit dem 1. FC Nürnberg. Es ist jetzt sozusagen nicht ein Gedanke, dass man sich auch mit anderen Clubs und Bundling dann nochmal in einer ähnlichen Form beschäftigen könnte. Das ist der erste Schritt. Andere Ideen gibt es jetzt erstmal noch nicht, aber das kann ich natürlich auch nicht ausschließen. Sie haben B2B angesprochen, Sie haben die Partnerschaft mit dem DFB angesprochen und dass jetzt in diesem Jahr 2021 dann auch Exasol noch prominenter im Umfeld der Fußballnationalmannschaft auftreten wird. Wie wollen Sie die Fans ein Stück weit mitnehmen? Es ist ja vielleicht auch möglicherweise ein Thema, das in erster Linie nicht wirklich emotional auf einen Fan wirkt. Was planen Sie da? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind da auch gerade dabei, jemanden einzustellen, der uns da ein bisschen mehr Erfahrung auch mitbringt. Das ist ja für uns auch ein ganz neues Thema. Also ein richtiges kleines Marketing-Team, was sich auf Sports-Marketing dann konzentriert. Und die Kernidee ist eben, wie ich es vorhin schon mal versucht habe, so ein bisschen anklingen zu lassen. Also nicht dieser B2C-Ansatz, dass man jetzt eine typische Aktivierung von diesem Sponsoring macht, sondern sehr zielgerichtet die Stories unserer Datenbank der Analysen über eine emotionale Plattform zu transportieren. Ja, das heißt, dadurch, dass der DFB unsere Datenbank auch nutzt und wir hoffentlich dann jetzt auch sportlich bessere Erfolge haben in den nächsten Jahren, dann kann man schöne Stories auch mit dem Fußball verbinden. Und das ist unser Ziel. Wie wir da hinkommen, müssen wir uns selber so ein bisschen rantasten. Ja, aber erste Ideen gibt es schon. Spannende Stories auch über die Mannschaft, über die Spieler, Statistiken zu zeigen. Ich glaube, die AWS ist ein sehr gutes Beispiel, was die mit der Bundesliga jetzt gemacht haben, mit der DFL. Die sind ja auch sehr aktiv in dem Bereich, haben da letztlich einen ähnlichen Ansatz. Und mit denen kooperieren wir aber unter anderem zum Beispiel auch. Und da lässt sich mit dem DFB mit Sicherheit auch ähnliche interessante Geschichten vermitteln.
Ihr CEO Aaron Auld hat im vergangenen Jahr angekündigt, weiter vermehrt ins Marketing zu investieren. Welche Rolle wird Sportsponsoring in Zukunft bei Exasol spielen? Ja, wir werden jetzt natürlich absolut messen, was die Erfolge jetzt dann auch von dem Sponsoring sind. Und das wird dann auch entscheiden, inwiefern wir das ausbauen oder auch überregional dann, zum Beispiel in Amerika. Wir haben ja einen sehr starken Fokus auf Amerika, haben da auch schon viele Kunden, haben jetzt auch eine große Mannschaft dort eingestellt. Und das könnte natürlich auch der nächste Schritt sein, um auch internationaler noch bekannter zu werden. Aber das geht einher mit guten Messungen von den Ergebnissen. Als kleine Firma müssen wir da natürlich auch immer aufpassen, wo wir das Geld investieren. Aber da können Sie sicher sein, wir werden noch bekannter werden. Sie werden noch öfters von uns hören. Und das ist mit Sicherheit nur der Anfang von einer breiteren Marketingstrategie. Sie haben gerade schon angesprochen, den nordamerikanischen Markt, den nordamerikanischen Sportmarkt. Welche Sportarten neben Fußball sind denn für Exasol sehr, sehr interessant in der aktuellen Situation oder auch in Zukunft? Das hängt natürlich dann immer mit den Regionen ab. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Frankreich bekannt werden will, dann könnte der Radsport interessant sein. Da haben wir auch Gespräche geführt letztes Jahr, sind da auch noch im guten Austausch. Vielleicht könnte sowas mal in Zukunft was werden. In Amerika sind natürlich die großen vier Sportarten Basketball, Baseball, Football und Eishockey die spannenden großen Themen. Allerdings muss man auch sagen, dass Soccer natürlich, also Fußball in Amerika auch immer bekannter wird. Zum Beispiel die Frauennationalmannschaft ist ja da ein Riesending. Also von daher, da gibt es mit Sicherheit viele Optionen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, da ist das Sportsponsoring natürlich nochmal ein ganz anderes Level, was die Kosten auch angeht. Das heißt, das müssen wir uns sehr gut überlegen. Ein Zwischenschritt dort nach Amerika wäre natürlich auch die Premier League zum Beispiel, dass wir uns da vielleicht das eine oder andere uns überlegen. Also die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, was Sportsponsoring angeht. Daten passen ja auch in meinen Augen sehr, sehr gut zu E-Sport. Also es gibt ja sehr viele Daten, die man auch über E-Sport aufnehmen kann. Welche Rolle könnte E-Sport spielen in Zukunft? Ist das ein Thema in der potenziellen Marketingstrategie oder Sportsponsoring-Strategie von Exasol? Absolut, da gibt es schon erste Gespräche. Wir haben noch keine Entscheidungen getroffen, aber es ist mit Sicherheit in der Hinsicht für einen Arbeitgeber als Software, in der Softwarebranche sehr interessant. Dann auch technikaffine Menschen, junge Menschen anzusprechen, um als Arbeitgeber auch zu glänzen. Weniger jetzt wiederum für den B2B-Markt, aber als Arbeitgeber könnte das durchaus sehr interessant sein. Gibt es da bestimmte E-Sport-Themenbereiche, die da mehr in den Fokus rücken als andere vielleicht? Also ich meine, natürlich durch jetzt DFB und FCN ist natürlich der Fußball, der DFB hat ja auch eine eigene E-Football-Geschichte, der FCN hat ein eigenes Team im E-Sports-Bereich. Das liegt natürlich am nächsten, aber Sie wissen auch, da gibt es ganz andere E-Sports-Themen oder überhaupt dieser Influencer-Bereich. Wenn ich meine Jungs zu Hause frage, die kennen diese Leute und schauen dann diese Competitions auch an, in Livestreams. Da gibt es, glaube ich, eine wahnsinnige große Bandbreite, was man machen kann. Ja, von E-Formel 1 bis zu Fortnite und solchen Geschichten. Das müssen wir uns jetzt genau überlegen und dann entscheiden, ob das sinnvoll ist und in welchen Bereichen wir da investieren wollen. Wir sind gespannt. Sie haben gesagt, wir werden noch von Ihnen hören. Wir freuen uns darauf und werden die nächsten Schritte von Exasol, egal beim 1. FC Nürnberg oder beim DFB oder bei anderen Sportarten oder auch grundsätzlich, eng verfolgen und freuen uns darüber. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute, bleiben Sie gesund und vielen Dank auch an die Zuschauer fürs Zuschauen. Bis dahin. Danke Ihnen. Servus.